habe aufgrund eines schweren Autounfalls meinen Mann Heli und meine beiden Kinder Timo und Valentina verloren. Ich war nicht dabei, war weit weg und bin am Leben und gesund. Ich ging um 8 aus dem Haus. Um 9.55 Uhr passierte das Unglück. Ich bin sicher, Heli hat den Zug nicht gesehen und nicht gehört, weil er gerade geblödelt oder etwas in dem unergründlichen Chaos in seinem Bus gesucht hat, vielleicht sogar am Fahrzeugboden. Typisch Heli. Das sind die Worte und die Stimme von Barbara Pachel-Eberhardt. 2008 hat sie diese Zeilen als Mail an Freunde geschrieben. Ihr passierte damals das Schlimmste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. An einem Frühlingstag verlor sie bei einem Unfall ihre ganze Familie. Wir sprechen heute über ihr Leben danach, über ihre Trauer, ihre Verzweiflung und ihren Kampf, ein normales Leben weiterzuleben. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und mit uns über ihre Geschichte spricht. Herzlich willkommen, Barbara Pachel-Eberhardt. Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Gerne. Eine Frage, die oft gestellt wird, oft auch oberflächlich irgendwie wahrgenommen wird, aber bei mir natürlich ganz anders gemeint ist. Wie geht es Ihnen heute? Ich bin froh, dass mich die Frage nicht mehr zum Schwitzen bringt, weil die war lang genug schwer zu beantworten. Ich denke, ich habe sie in Wirklichkeit schon beantwortet in dieser Mail, die ich geschrieben habe. Ich bin am Leben und gesund. Das ist die Konstante. Bis heute. Das war aber kurze Zeit später nach dem Tod. Das war kurz, ganz kurz nach dem Tod. Und bis heute bin ich am Leben und gesund. Und ich bin heute wieder in einem Leben zu Hause, von dem ich sagen darf, es ist in Ordnung. Es hat eine neue Ordnung gefunden. Das, was geschehen ist 2008, hat seinen Platz in dieser Ordnung gefunden. Und deshalb traue ich mich sogar zu sagen, ja, es geht mir gut. Mhm. Ja. Aber Sie haben gerade gesagt, Gott sei Dank muss ich nicht mehr zusammenzucken. Sie haben mal geschrieben, Sie mögen diese Frage nicht. Wieso? In der Trauer ist nicht nur für mich, ich habe mit vielen Menschen über diese Frage gesprochen, es ist wirklich eine der schwierigsten Fragen, weil das, was uns widerfährt, wenn so ein ganz naher Tod kommt, einer, der uns überrascht, der alles aushebelt, was wir vorher für sicher gehalten haben, dann stellt das wirklich das ganze Leben und alles, woran man geglaubt hat, in Frage. Und auch das Wertesystem und die Bewertungen. Ist das jetzt schlecht? Ist das jetzt gut? Geht es mir damit schlecht oder gut? Meistens ist es alles zugleich oder auch noch gar nichts, zu dem man sich bekennen kann. Es ist irgendwo größer als man selbst und das muss man erst mal fassen. Man kann diese Frage also dann auch nicht einfach mit gut oder schlecht, mit schwarz oder weiß beantworten, weil es so viele Zwischenschattierungen gibt? Ja, und es ist eine Gefahr in beide Richtungen, weil wenn man sagt, es geht mir halbwegs gut, dann ist sofort die Antwort der Freunde, ah, geht's dir schon wieder besser? Und damit eine Hochrechnung, vor der man Angst hat, weil so geht sich das nicht aus. Mhm. Wenn man sagt, es geht mir schlecht, dann wird man gefragt, warum? Und, oder was ist denn gerade? Und da ist natürlich viel, was es zu erzählen gibt. Und oft geht es einem dann nach dem Erzählen noch schlechter als vorher. Barbara Pachel-Eberhardt hatte immer eine konkrete Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen sollte. Davon werden wir heute ganz viel erfahren. Wir werden jetzt aber erstmal noch zurückschauen. Ich will Clown werden. Das wusste Barbara Pachel-Eberhardt schon als 17-Jährige. Neben dem Lehramtsstudium belegt sie Kurse, übt Schauspiel und irgendwann trifft sie dabei den Mann, der zu ihr passt. Heli Eberhardt, ebenfalls Clown. Der Mann mit der roten Nase. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Von nun an treten sie gemeinsam auf. Die Clown-Familie wird größer. Timo wird geboren. Timo liebt Kuchen. Ist ein begeisterter Quatschmacher. Und ein interessierter Forscher. Und er wird großer Bruder für Valentina, genannt Fini. Die ist am liebsten Rahmgurkensalat und trägt gern große Schuhe. Gerade ist die Familie aufs Land gezogen, in ein größeres Haus. Dann kommt der Tag im März 2008. Wie jeden Tag müssen Vater Heli und die Kinder einen unbeschrankten Bahnübergang queren. Einer der Züge prallt auf den fröhlichen gelben Clownbus. Die Feuerwehr versucht zu retten. Vater Heli ist auf der Stelle tot. Die Kinder werden mit Hubschraubern schwer verletzt in die Klinik geflogen, doch auch sie können nicht gerettet werden. Das Leben der Clown-Familie ist zerstört. Zurück bleibt Barbara Pachel-Eberhardt. Allein. Da muss man erst mal schlucken.
Als wir Sie um die Bilder gebeten haben für diesen Einspieler, da haben Sie gesagt, dass Sie sich freuen, weil so Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihr Mann auch noch ein bisschen lebendig bleiben und nicht in Vergessenheit geraten. Jetzt haben Sie die Bilder mit mir zusammen gerade angeguckt. Hm. Mit welchem Gefühl? Ich liebe die lebendigen Bilder meiner Kinder und ich habe Gott sei Dank so viele, dass ich nicht einzelne nehme, die dann in der Erinnerung zu Standbildern gefrieren, sondern ich schaue, dass ich mir immer verschiedene Bilder anschaue und das ist dann wird fast bewegt. Und ich spüre meine Kinder so, wenn ich sie sehe, wie sie waren. Und irgendwo sind sie noch so, finde ich. Zumindest in mir drin auf jeden Fall. Sie sind lebendig in mir. Manchmal bin ich wie meine Tochter, manchmal wie mein Sohn. Aber hat das nicht so was Zweischneidiges? Also mir geht es immer so, wenn man Fotos von einem geliebten Menschen anguckt, dann hat man schöne Erinnerungen, das ist ganz toll. Aber auf der anderen Seite wird einem doch dadurch auch bewusst, wie sehr man sie vermisst. Geht Ihnen das nicht auch so? Das ist völlig egal, ob ich Fotos anschaue oder gerade nicht Fotos anschaue. Ach so. Das Vermissen ist sowieso da. Und man lernt das auszupendeln, man lernt das irgendwie beides gleichzeitig in sich zu haben. Die Dankbarkeit für das, was war, was immer noch präsent ist. Erinnerung ist ja so ein schönes Wort eigentlich, weil das eben, da steckt innen drin. Also je mehr man sich erinnert, umso mehr geht es nach innen und wird ein Teil auch meines Körpers, meines Daseins. Und auf der anderen Seite gibt es dieses, oh, sie sind nicht mehr da, das heißt, wir haben keine Zukunft mehr. Umso wichtiger wird natürlich die Vergangenheit. Und aus der Vergangenheit meine Gegenwart, in der ich versuche, all das, was wir zusammen hatten, mitzunehmen und weiterzuführen. Können wir einmal auch noch mal in die Vergangenheit gucken, und zwar in die Zeit vor dem Unfall. Wie sah da Ihr Leben aus? Welche Träume, welche Ziele hatten Sie? Aber wir hatten ein sehr buntes Leben und das einzige Regelmäßige war, glaube ich, der Kindergartenbesuch meines Sohnes und meine fixen Clown-Einsätze im Krankenhaus, dienstags und donnerstag. Das waren so unsere Fixpunkte im Leben und sonst haben wir wirklich in vollen Zügen das Leben genossen. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendwas in uns schon gewusst, dass wir nicht so viel Zeit haben miteinander. Aber ich bin so stolz auf uns, wie wir dieses Leben ausgekostet haben als Familie. Diese 7 Jahre mit meinem Sohn, die 1,5 Jahre mit meiner Tochter. Ich bereue keinen freien Tag, den wir uns genommen haben. Ich bereue keine Tafel Schokolade, die ich meinem Sohn geschenkt habe. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht. Mhm. Das ist toll, wenn man das auch im Nachhinein so rückblickend so einordnen kann. Und dann kam aber eben dieser Tag, der das Leben von Ihnen komplett veränderte, dieser Unfall. Ihr Mann war sofort tot, Ihre Kinder lebten noch, wurden mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Sie verbrachten tagelang am Bett Ihrer Kinder. Was war das für ein Leben in dieser Zeit für Sie? Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Leben war. Es war auf jeden Fall ein Leben irgendwo zwischen Himmel und Erde. Also man stellt sich ja Intensivstationen oft laut vor und so dung, 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 sehr voller Alarmglöckchen und so. So habe ich es gar nicht empfunden. Es war eher eine Zeit, also meine Kinder waren beide im Koma. Das heißt, da war vor allem Stille, Ruhe. Die Ärzte sehr dezent im Hintergrund, immer wieder geschaut, mit Feinjustierung die Medikamente abgestimmt. Gleichzeitig waren die Ärzte sehr ehrlich und ich bin so froh darüber. Das war klar, dass mein Sohn das nicht überleben kann, weil sein Hirn einfach zerstört war und dass da nur noch ein paar Organe funktionieren und dieses kleine Herz einfach weiter schlägt. Aber wir wussten, es hat ein Ende. Das war in dem einen Bett, dieses Abschiednehmen. Und am Bett meiner Tochter gleich daneben hieß es kämpfen und hieß es beten und anfeuern, dass sie zurückkam ins Leben. Also auch da war ich zerrissen oder auch beides gleichzeitig im Raum. Und dazwischen ich, die versucht hat, das zu fassen und einfach 4 Tage lang Zeit gehabt hat, langsam anzukommen in diesem neuen Leben. Die Kinder im Minutentakt umarmen, da sein, spüren und alles mitnehmen, was ich mitnehmen konnte aus diesem Leben. Und sie dann auch irgendwann mal gehen lassen. So haben Sie das in Ihrem Buch beschrieben, ne? Ja, also meine Tochter ist gegangen. Also da habe ich gespürt, es war genau Ostersonntag. Für mich ist das sehr symbolisch, ja, genau. Tod und Auferstehung, auch sowas, was vielleicht gleichzeitig sein darf und man nicht gegeneinander ausspielen muss. Wichtig für Sie, weil Sie auch glauben? Ja, ja. Mhm. Und seit damals noch mehr Glaube. Also das war auch in diesen Ostertagen im Krankenhaus. Für mich sind da ein paar Türen aufgegangen, die mich so mit einer Liebe verbunden haben, wo ich glaube, die war größer als all das, was wir als einzelne Menschen produzieren können. Die wird uns auch geschenkt. Mhm. Und an die glaube ich.
Und ich habe gespürt an diesem Ostersonntag, ich kann nicht mehr krampfhaft beten darum, dass meine Tochter aufwacht. Ich kann sie nicht mehr zurück ins Leben zerren. Da ist irgendeine andere Qualität ins Spiel gekommen. Und ich konnte eigentlich nur mehr beten, dass ihr Weg gut ist, wo immer er auch hingeht. Und irgendwas hat sich da in mir offenbar vorbereitet. Und am Abend war es dann soweit, da ist sie dann für mich sehr überraschend gestorben. Und hat mich damit mitgenommen ein Stück. Oder ich, während ihres Todes, bin ich so überschwemmt worden von Liebe, von einem, beinahe möchte ich sagen, einem Rausch, den ich vorher nie kannte und den ich bis heute irgendwie in mir trage. Ein Rausch der Liebe, des alles ist gut, des wir sind getragen, auch wenn es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Das heißt, Sie haben sich auch ganz nah Ihrer Tochter gefühlt in diesem Moment. Ja, obwohl ich nicht neben ihr war. Sie war im Operationssaal, ich war um das Krankenhaus herum in einem Wald spazieren. Und da kam wirklich eine Kraft in mich gefahren. Ich bin steil bergauf gerannt, querfeldein in diesem Wald, habe laut gesungen, weil ich gar nicht mehr wusste, wohin mit dieser Kraft, mit dieser, fast möchte ich sagen, Freude, die mich da erfüllt hat. Das war im Nachhinein auch tatsächlich genau der Zeitpunkt, wo Ihre Tochter gegangen ist, ja, genau. Wie Sie dann im Nachhinein erfahren haben. Ja. Aber dass Sie dann das Gefühl haben, es ist alles gut, das ist für Außenstehende schwer nachzuvollziehen, gerade in diesem Moment. Ja, seltsam, gell? Wie kann das sein? Es kann ein ganz großer Irrtum gewesen sein oder etwas, was sich mein Hirn ausgedacht hat, vor lauter Panik, vor lauter Krise im Kopf. Ich habe halt danach dann sehr viele Bücher gelesen über Nahtoderlebnisse und von Menschen, die sehr nahe mit dem Tod schon in Berührung waren, die beschreiben das alle sehr ähnlich. Mhm. Die sagen, es gibt fast keine Worte, die man verstehen kann, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Und komisch, ich war nicht hirntot, ich war nicht verletzt, aber ich glaube, ich habe auch geklopft an dieser Tür und einen kleinen Blick erhascht. Ja. Das ist jetzt 6 Jahre her seit dem Unfall. Wir wollen heute auch darüber reden, welche Eigenschaften und Gedanken Ihnen geholfen haben und vielleicht auch anderen helfen, mit dem Verlust weiterzuleben. Ja, wie geht Trauern? Was braucht man, um nach einer solchen Tragödie weiterleben zu können? Dazu reden wir auch später noch mit dem Psychologie-Professor und Therapeuten Hilarion Petzold. Das Leben kann warten. So beschreibt Barbara Pachel-Eberhardt ihr Gefühl in den ersten Tagen und Wochen nach dem Unfall. Und sie zieht sich zurück. Geborgen im Licht. So sieht Barbara Pachel-Eberhardt ihre Familie in den ersten Wochen nach dem Unfall. Wie gern würde sie folgen, auch dort sein, wo alles ruhig und leicht und warm ist. Sie träumt von ihren Lieben, spricht mit ihnen und lebt wie in einer schützenden Blase. Diese sichere Hülle möchte sie am liebsten gar nicht verlassen. Solange sie nicht in die Welt hinausgeht, fühlt sie sich ihrem Mann und ihren Kindern nah. Fini erscheint ihr in Träumen und verspricht, dass sie zurückkommen dürfe. Und Heli schickt eine Botschaft, die sie langsam wieder in die Realität zurückbringt. Sei mutig. Das waren die Worte, die an diesem Trafohäuschen irgendwann mal eines Tages standen. Was hat es damit auf sich? Das war ein Traum. Wenige Tage nach Helis Tod ist er mir erschienen und so richtig ganz nah gekommen, hat mir ins Gesicht gegrinst, wie das nur Heli konnte, und hat nur 2 Worte gesagt. Sei mutig. Nicht irgendwie sei Kraft, ich schenke dir Kraft oder du brauchst Nein. jetzt Kraft haben, sondern Mut. Mut, genau. Warum? Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, das frage ich mich bis heute. Aber ich komme drauf, jetzt immer in meinem Leben, wenn ich mir Fragen stelle, wie soll ich tun, wie soll ich handeln, wie geht's weiter? Eigentlich reichen immer diese 2 Worte aus. Sei mutig, das heißt für mich, einfach dem Leben entgegenzugehen, mich nicht abschrecken zu lassen von dem, wovor ich Angst habe, sondern zu wissen, wenn ich mich dieser Angst stelle und trotzdem, auch wenn ich Angst habe, einfach das tue, was zu tun ist, dann wartet auf jeden Fall eine Überraschung. Und wie kamen diese Worte ans Trafohäuschen? Ich habe es Freunden erzählt und ich weiß bis heute nicht, wer es da hingemalt hat. Der hat sich bestimmt einem Risiko ausgesetzt, verhaftet zu werden. Aber ich glaube, die Worte stehen heute noch da, ne? Ja, die stehen heute noch da. Das ist ja auch ein tolles Zeichen eigentlich. Sie haben gerade in dem Einspieler beschrieben, oder es wurde gesagt, dass Sie ein Leben in einer Blase geführt haben. Wie meinen Sie das? Ich denke mir heute, also es war ja ein völlig anderes Leben. Und ich glaube, ich habe intuitiv das gemacht, was ansteht in so einer Situation. Ich bin regrediert, das heißt, ich bin zum Kleinkind geworden. Ich war wie neugeboren in einem Leben, das ich mir so nicht ausgesucht habe.
Und ich denke, ich habe wirklich alles neu lernen müssen. Neu denken, neu aufstehen, neu mein Leben meistern. Und ja, so habe ich viel mit mir selbst zu tun gehabt. Habe meinem Körper zugeschaut, wie der immer noch atmet. Habe mich beglückwünscht für jedes Mal Zähneputzen, das ich geschafft habe. Oder ganz simple Speisen mir zu kochen. Und vielleicht wäre ich freiwillig nie rausgegangen. Ich bin bis heute dem Leben so dankbar, dass es teilweise sehr brutal und teilweise sehr charmant an meine Tür geklopft hat, in Form eines Briefes vom Finanzamt, die gesagt haben, dringend ihre Steuererklärung abgeben. Das war so ein Aufweckruf, oder? Ja, zum Beispiel. Und ja. Es gibt sie Gott sei Dank, diese Pflichten. Und heute bei mir in der Wohnung habe ich was früher To-Do-Liste geheißen hat, die heißt bei mir nicht mehr To-Do-Liste, sondern Juhu-Liste. Weil ich mich daran erinnere, dass eigentlich jede Pflicht des Lebens ein Geschenk ist und uns einfach wieder in Kontakt bringt mit dem Leben. Das hört sich so, wenn das jetzt aus Ihren Worten anhöre, fällt es schwer, glaube ich, für jemanden, der akut in so einer Situation ist, sowas anzunehmen. Oder? Können Sie das verstehen? Ja, das verstehe ich. Und für mich war das auch nicht einfach. Und ich habe bei allem, was es zu tun gab, gemotzt, geschimpft, geschrien, gesagt, ich kann das nicht. Okay. Ich musste es trotzdem tun. Und ich glaube, das schafft die Trauer auch. Oder bei mir das große Geschenk, der große Segen war, ich habe wirklich meine Ansprüche an mich selbst sowas von hinuntergeschraubt. Die Ansprüche, es besonders gut zu machen oder auch noch gute Laune dabei haben zu müssen oder gar glücklich strahlend zu sein, das war ich alles nicht. Und trotzdem habe ich das Leben einfach weiter gemeistert und durfte Schritt für Schritt in dieses Leben wieder hineinwachsen. Ja, und Sie haben durchgehalten. War irgendwann auch mal ein Punkt, dass die Verzweiflung so groß war, dass Sie irgendwie gedacht haben, ich folge meiner Familie? Also gab es konkrete Selbstmordgedanken? Ja, am Anfang hat es mich wirklich zerrissen und ich denke, das sind richtige Entzugserscheinungen, die man da hat. Und wie oft habe ich gebetet zu Gott und zur guten Fee und zu mir selbst und gesagt, kann ich bitte den Lift nach drüben besteigen? Aber ich habe es nicht gemacht und ich hätte auch gar nicht gewusst, wie. Also mir selber wehtun, das kam einfach nicht in Frage. Mhm. Und die Gefahr, dass das misslingt und ich aufwache und dann auch noch irgendwie behindert bin, was auch immer, ja, oder lang zu leiden habe, dem Risiko wollte ich mich nicht aussetzen. Was glauben Sie, was war die innere Kraft, die Sie vorangetrieben hat? Was war der Punkt, der es eben nicht dazu kommen hat lassen? Ich glaube, eine ist uns wirklich, glaube ich, allen Menschen gemein, nämlich das Leben, das sich in uns weiterleben will. Wir sind Lebewesen, Gott sei Dank, und keine Motzwesen und keine Bequemlichkeitswesen auf Dauer, sondern da gibt's was, einen Funken. Und das andere ist bestimmt auch geprägt von meiner Arbeit als Clown. Und ich war einfach 9 Jahre lang Clown und habe immer gelernt, Ja zu sagen. Auch zu Schwierigkeiten, zu unlösbaren Problemen, zu fiesen Ideen, die mir mein Partner zugespielt hat. Und gesagt, geh mal durch die Tür, die gerade zugesperrt ist. Und als Clown versucht man damit umzugehen und sagt nie, so ein Blödsinn mache ich nicht. Sondern man sagt Ja. Und das war vielleicht mein inneres Ritual, das mir besonders geholfen hat. Toll, dass das auch in dieser Extremsituation noch funktioniert hat und gegriffen hat, dass Sie da zurückgreifen konnten auf diese tollen Reserven. Ja, das ist ja fast mein Credo oder wenn ich auch jetzt Bücher schreibe und zu Menschen spreche, das ist eigentlich das, was mir am wichtigsten ist. Zu sagen, wir werden nicht durch einen Schicksalsschlag plötzlich ein anderer Mensch, sondern all unsere Stärken, all das, was wir gut können, wird vergrößert, auch unsere Schwächen. Darin liegt die Mühsal und gleichzeitig die riesengroße Chance, weil es ist nie deutlicher als in ganz schwierigen Lebenssituationen, was wir noch mal genauer anschauen müssen und worauf wir uns verlassen dürfen. Wie Hinterbliebene die Trauer um einen Toten zelebrieren, das hat sich übrigens in den letzten Jahrzehnten sehr geändert. Früher hatte die Kirche großen Einfluss darauf. Viele Rituale und Bräuche nach dem Tod eines Familienmitgliedes gründen auf christlichen Traditionen. So war es noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich, ein Fenster zu öffnen, damit die Seele des Verstorbenen entweichen kann. In einigen Regionen verhängten die Hinterbliebenen die Spiegel im Haus mit einem Tuch, damit sich die Seele darin nicht verfangen konnte. Die erste Todesanzeige lässt sich 1753 in Ulm nachweisen, zunächst noch eine Besonderheit. Seit dem 19. Jahrhundert ist es aber gängig, mit einer Anzeige des Verstorbenen zu gedenken und so auch die Öffentlichkeit zu informieren. Damit Verwandte, Nachbarn und Freunde Abschied nehmen konnten, war es bis ins 19. Jahrhundert üblich, den Toten bis zur Beerdigung im Haus aufzubahren.
Dies geschieht heute meistens in einem speziellen Raum beim Bestatter. Nach der Beisetzung begann für die Witwe früher das sogenannte Trauerjahr. Das dauerte zwischen 30 Tagen und einem Jahr. Innerhalb dieser Zeit durfte die Trauernde weder auf Feste gehen noch erneut heiraten. Die Witwe trug dann durchgehend schwarz. Friedhöfe als Ort des Gedenkens haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. So gab es in der Zeit der Romantik zum Beispiel monumentale Grabmale. Seit dem vergangenen Jahrhundert hingegen sind die meisten Gräber eher schlicht. Und auch in jüngster Vergangenheit hat sich die Bestattungskultur geändert. Waldfriedhöfe zum Beispiel gewinnen immer mehr an Bedeutung. Im Internet entsteht ein ganz neuer Ort der Erinnerung. Auf zahlreichen digitalen Gedenkseiten und virtuellen Friedhöfen können Menschen dort ihre Trauer ausdrücken. Die meisten Riten und Bräuche sind heute nicht mehr bindend. Deshalb suchen sich viele ihren ganz eigenen Weg, um zu trauern. Und über diese verschiedenen Wege zu trauern wollen wir jetzt sprechen. Und dazu darf ich in unserer Runde begrüßen den Psychologie-Professor und Therapeuten Hilarion Petzold. Tag. Herzlich willkommen. Sie haben viele Jahre zum Thema Trauer geforscht und arbeiten als Therapeut. Und Sie haben neue Ansätze und Therapieformen entwickelt. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Ja, Herr Petzold, wir haben gerade gehört, heute gibt es nicht mehr diese strengen Trauerriten. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, aber fragt man sich, macht es das unbedingt einfacher? Oder würden Sie sagen, ist es vielleicht genau das Gegenteil? Weil es gerade so viele Möglichkeiten gibt, ist es schwierig, für sich persönlich den richtigen Weg zu finden, zu trauern. Nun muss man sagen, die Menschen haben immer schon für sich persönliche Wege gefunden. Und natürlich sind diese Wege auch kulturell überformt. Sie haben eben das Trauerjahr angesprochen, das haben wir auch im alten Rom schon gehabt. Also dieses Wissen, man braucht eine gewisse Zeit, um mit dem Verlust fertig zu werden. Aber trotzdem haben die Menschen das sehr unterschiedlich gestaltet. Nicht? Ihre seelischen Verarbeitungsprozesse sind eben nicht gleich getaktet. Nicht? Also wenn man dann seinen Sohn verliert oder seine Tochter verliert, dann hängt das ja auch damit zusammen, wie wird Sohn und Tochter in einer Kultur gewertet. Und da haben wir eine schöne Dokumentation durch die Trostbriefe, die der Seneca zum Beispiel, ein Philosoph im ersten Jahrhundert, herumgesandt hat an Menschen, die er trösten wollte. Und da kommt zu der Trauer eben auch das Element des Trostes, des Beistandes, des Beispringens hinzu, und das ist in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich. Und jetzt sind wir in einer multikulturellen Gesellschaft, manchmal auch schon interkulturellen Gesellschaft, und dann beeinflussen sich die unterschiedlichen Riten und Trauerformen. Und natürlich ist der Einfluss der großen Volkskirchen so ein bisschen zurückgegangen, und auch das schlägt sich natürlich nieder. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Pachel-Eberhardt? Welche Rolle haben für Sie Riten gespielt? Haben Sie zum Beispiel schwarze Kleidung getragen? Hatten Sie eine klassische Beerdigung? Nein, ich habe die Beerdigung ganz so gemacht, wie ich es in diesem Moment als richtig empfunden habe und wahrscheinlich, wie ich es einfach gebraucht habe. Mir war so wichtig, die Lebendigkeit eher hinaufzuheben. Ich war nicht die perfekte Trauernde von Anfang an, und ich habe sicher viel weggeblendet, was später gekommen ist. Also ich habe ein Fest gefeiert mit Kindern, die Kindergartenkollegen meines Sohnes eingeladen, meine Clownkollegen eingeladen, im Kostüm, mit Musik. Wir haben Luftballons in den Himmel steigen lassen, und heute sehe ich das so, es war für mich so überlebensnotwendig zu sagen, das ist noch da und das will ich jetzt einmal in den Vordergrund stellen. Sie haben es Seelenfeier genannt, ja. Ist ja auch sehr ungewöhnlich mit Musik und Clowns und allem, wie Sie es im Buch beschreiben. Wie hat denn die Umwelt reagiert? Wie haben die Freunde reagiert oder auch im Dorf? Also die meisten haben das einfach so gemacht, wie ich wollte. Die haben auch alle auf mich geschaut. Ich war der Notfall im Dorf. Und alles, was die Barbara will, wird jetzt erstmal gemacht. So war es am Anfang. Irgendwann kommt es dann natürlich. Und dann hört man, dass hinterm Rücken geredet wird. Trauert die ordentlich? Was ist mit der? Ja. Es ist auch Teile meiner Familie oder der Familie meines Mannes, die hätten es ganz anders gebraucht. Und da bin ich radikal drüber gefahren am Anfang. Auch hart für die? Ja, nicht leicht. Und es hat mich ja dann auch eingeholt. Also natürlich musste die Trauer, die Schwere, all das, was auch dazu gehört. Trauer selbst ist ein Wort, das kommt von schwer werden, fallen. Ach, wie lange wollte ich das nicht wahrhaben. Aber es gehört dazu.
Also, Herr Petzold, ein paar haben schon irritiert reagiert auf dieses Seelenfest, auf diese Seelenfeier. Was sind denn in der Gesellschaft so die Erwartungen, die man an Trauernde hat? Naja, die Gesellschaft gibt es ja heute nicht mehr. Sondern man muss sehen, ist man auf dem Dorf. Und was für ein Dorf ist das? Und an ihrem Schicksal sieht man ja, wie individuell das auch gestaltet werden kann und wie es individuell auch richtig sich anfühlt. Und andere sagen, nee, so geht das doch überhaupt nicht. Das heißt also, die sozialen Klischees, die man über Sozialisation und Enkulturation, also über den größeren Kulturraum verinnerlicht hat, in den jeweiligen Familien prägen natürlich auch unsere Haltung zum Trauern und, was oft ein bisschen hinunterfällt, zum Trost und zum Beistand. Mhm. Also ich sehe Trost und Trauer als zwei vergeschwisterte große Gefühlsbereiche und das ist wichtig. Zum Trost, zur Trauer und zum Beistand haben wir Sie, liebe Zuschauer, auch bei Facebook gefragt. Konkret war die Frage, wenn ein geliebter Mensch stirbt, was hilft dann den Angehörigen in der Trauer? Und jetzt spinnt der Computer gerade, aber ich habe zum Glück hier einen Ausdruck. Deswegen weiß ich, was Rai Di geschrieben hat. Meiner Erfahrung nach kann man da nicht helfen. Ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Rückzug, ist das der richtige Weg? Ich frage jetzt mal Sie. Das ist sicher ein richtiger Weg unter vielen Wegen. Es gibt Leute, die trauern sehr flach. Das hat auch mit der Intensität der Bindung zu tun. Es gibt Leute, die brauchen Abstand und müssen Schmerz erst wieder fühlen oder sie müssen den Schmerz überarbeiten, durch übermäßiges Arbeiten auch beiseite tun. Mhm. Also man kann da gar keinen Schematismus drüber legen, sondern muss gucken, was stimmt für diesen Menschen. Und Rückzug ist für eine Gruppe gut und andere stürzen sich in die Arbeit. Okay, ja. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn Sie uns schreiben, entweder auf Facebook oder auch gerne per Mail unter planet-wissen@wdr.de. Bis hierhin vielen Dank erstmal an Sie beide. Über Jahrzehnte hat sich die Wissenschaft, vor allem die Psychologie, nur wenig mit dem Prozess des Trauerns beschäftigt. Man ging davon aus, dass Trauern bei allen Menschen den gleichen Mustern folgt. Der Begriff Trauerarbeit geht ursprünglich auf Sigmund Freud zurück. Er ging davon aus, dass man die Trauer nur dann bewältigen kann, wenn man sich nach und nach den Erinnerungen bewusst stellt und auf Dauer sämtliche emotionale Bindungen zu dem Verstorbenen löst. Ohne Trauerarbeit, so Freud, würden später psychische Krisen oder gar Krankheiten drohen. Die Schweizer Psychologin Verena Kast entwickelte in den 1980er Jahren ein Vier-Phasen-Modell. In der Psychologie galt es lange als wichtige Grundlage, um Trauerprozesse zu verstehen. Phase 1: Das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Die Trauernden sind starr vor Entsetzen. Die erste Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen, das kann nicht wahr sein. Diese kurze Phase des Leugnens dauert in den meisten Fällen nur wenige Stunden. Phase 2: Aufbrechende Emotionen. Trauer, Wut, Zorn, Angst. Die Gefühle fahren Achterbahn. Oft wird ein Schuldiger gesucht, ein Arzt oder ein Unfallverursacher. Oder man sucht die Schuld bei sich selbst. Phase 3: Suchen, Finden, Loslassen. Häufig schauen sich die Trauernden alte Erinnerungsfotos an oder besuchen bedeutungsvolle Orte. Der Verstorbene wird zum inneren Begleiter, oft auch zum stillen Gesprächspartner. Am Ende dieser Phase, die mehrere Jahre dauern kann, hat man sich im Idealfall mit seinem Verlust ausgesöhnt. Phase 4: Akzeptanz und Neuanfang. Die Trauernden haben den Verlust angenommen, das Leben geht weiter. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich auf eine neue Beziehung einlassen kann. Herr Petzold, kann man diese Phasen, die ja in vielen Köpfen noch herumschwuken, eigentlich komplett über Bord werfen? Also komplett kann man nie etwas über Bord werfen, weil es im Einzelfall natürlich mal so ablaufen kann. Mhm. Aber die Trauerforschung, die sich mit den Biografien von Menschen, die Verluste erlitten haben, das kann der Verlust eines geliebten Menschen, das kann aber auch ein Verlust eines Haustieres sein, mhm, ganz wichtig, oder der Verlust der Heimat oder der Verlust von Werten. Nicht? Man hat diese Menschen
längsschnittmäßig untersucht und hat dann festgestellt, also diese Phasen sind ganz selten so, wie sie dort vorgestellt werden. Nun hat das mal eine Zeit lang, weil man über Trauer nicht viel gearbeitet hat, so eine Art Rezept geliefert. Nicht? Ja, das war eine Blaupause, so muss das ablaufen. Und das war nicht immer gut, weil dann gesagt wurde, ja, wenn der nur flach getrauert hat und nicht tief genug durchgearbeitet hat, dann kommen hinterher die großen, schweren psychosomatischen Störungen und so weiter. Das trifft nicht zu. Im Gegenteil. Menschen, die sehr erschüttert sind, und das macht auch neurobiologisch Sinn, dass dann die Gefahr sehr groß ist, dass sie später auch labilisiert sind. Und Menschen, die sich sehr schnell und gut integrieren können, das zeigt, dass sie in ihrem Lebensweg Bewältigungsleistungen schon bei anderen gesehen haben, selber auch Bewältigungsleistungen durchgestanden haben und dann sind die einfach widerstandsfähiger, wie man heute sagt, resilienter. Mhm. Und warum ist der eine widerstandsfähiger als der andere? Also einmal gibt es so etwas wie eine genetische Resilienz, nicht? Also Menschen, die sehr vital sind und es gibt andere, die sind nicht so vital und dann natürlich, was haben sie im Leben erhalten? Also wie war das familiäre Klima gewesen, wie war die Nachbarschaft gewesen, wie war die schulische Sozialisation, nicht? Und wenn man da sehr viele positive Unterstützung verinnerlichen konnte, und die sind dann in uns drin, diese Unterstützungsfaktoren, dann ist natürlich unsere Möglichkeit, auch etwas zu bewältigen, wenn wir vom Schicksal niedergeschlagen werden, nicht? Niederschlag. Mhm. Die sind natürlich größer als Menschen, die im Defizit gelebt haben oder die beschädigt worden oder beschämt worden sind. Kann man diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit auch erlernen? Die ist zu einem Teil erlernt. Das heißt also, wenn Sie neben dieser genetisch disponierten Vitalität, wenn Sie dann noch viel Lob bekommen haben, viel Aufmerksamkeit bekommen haben, für Dinge, die sie geleistet haben, auch Anerkennung bekommen haben, nicht? Dann ist dieses Lebenspaket an guten Dingen einfach gewichtiger, als wenn man das alles nicht bekommen hat. Warum manche Menschen es schaffen, ihre Lebenskrisen zu meistern und andere nicht, ist eine spannende Frage für Psychologen. In den 50er Jahren gab es dazu erstmals eine Studie. Die Psychologin Emmy Werner wollte wissen, woher kommt diese Widerstandskraft, über die wir gerade geredet haben, und die es eben manchen Menschen leichter macht, mit Schicksalsschlägen fertig zu werden. Auf der hawaiianischen Insel Kauai beobachteten Emmy Werner und ihr Team 700 Jungen und Mädchen über eine Zeit von 40 Jahren. 210 dieser Kinder wuchsen unter schwierigen Umständen auf. Ihre Kindheit war geprägt von Armut, Vernachlässigung, Krankheit oder Trennung der Eltern, Misshandlungen. Diese Risikokinder interessierten die Psychologin besonders. Fast zwei Drittel fielen im Alter von 10 bis 18 durch Lern- und Verhaltensprobleme auf, hatten psychische Probleme oder wurden kriminell. Aber ein Drittel dieser Kinder wuchs trotz der schlechten Startbedingungen zu glücklichen Erwachsenen heran, mit Erfolg im Beruf und guten persönlichen Beziehungen. Bis zum Alter von 40 Jahren war keines dieser Kinder mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder auf soziale Unterstützung angewiesen. Was war bei ihnen anders als bei der Mehrheit der untersuchten Kinder? Die Forschungsgruppe vermutete folgende Gründe. Alle hatten zumindest eine liebevolle Bezugsperson. Viele hatten früh Verantwortung übernommen, zum Beispiel für kleine Geschwister oder für eine Aufgabe in der Schule. Bemerkenswert fanden die Forscher vor allem ihre hohe soziale Kompetenz und ihre innere Stärke. Die Studie mit den Kindern der Insel Kauai wurde weltberühmt und begründete die Resilienzforschung. Das Wort kommt aus der Physik und bedeutet widerstandsfähig. Als resilient bezeichnet man zum Beispiel Gummi, das nach extremer Anspannung wieder in seine Ursprungsform zurückschnellt. Auf den Menschen übertragen bedeutet das psychische Widerstandsfähigkeit. Resiliente Kinder sind also so etwas wie Stehaufmännchen. Herr Petzold, und wenn wir diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit nochmal auf die Trauer übertragen, was heißt das dann genau? Ja, also zunächst muss man sehen, dass diese Studie natürlich eine bestimmte Population abgegriffen hat, nicht? Also das heißt, das waren nicht Kinder,
aus guten Mittelstandsfamilien. Ne? Da sieht das wieder anders aus. Und die Kinder, die, sagen wir mal, jetzt im ehemaligen Jugoslawien, also in Bosnien oder in diesem ganzen Bereich Kosovo aufwachsen, nicht? Die haben wieder einen anderen kulturellen Hintergrund. Mhm. Also das ist einfach wichtig zu sehen. Und dann haben wir mit der Resilienz eine Widerstandsfähigkeit, die sich ausbildet durch sogenannte Schutzfaktoren, protektive Faktoren. Und wie in der Werner-Studie ganz klar nicht, man braucht einen bedeutsamen, sorgenden Erwachsenen. Mhm. Und das ist auch in den Jugendstudien heute so nicht. Was brauchen die? One caring adult. Und wir brauchen das bei alten Menschen auch. Also jeder braucht eigentlich einen Menschen, der weiß, der schaut nach mir, der unterstützt mich und der hilft mir. Und das sind sogenannte Schutzfaktoren und die werden verinnerlicht, interiorisiert, wie wir sagen, und wirken dann von innen. Und wenn man davon viel hat, fein. Und wenn man davon wenig hat, ist man im Risiko. Ja, und was macht man, wenn man davon wenig hat? Was würden Sie Trauern mit auf den Weg geben? Was sollen Sie machen? Also wenn man davon wenig hat, ist es wichtig, zu den Freunden zu gehen. Zu wen? Zu Freunden zu gehen. Nicht? Also Freunde, also der wichtigste Schutzfaktor der Frau ist die beste Freundin. Wenn man die nun nicht hat, dann ist das schwierig. Und dann muss man eventuell auch eben Beratung als Hilfe. Und es gibt ja sehr viele Beratungsdienste, die da sind. Und es gibt manche Formen von Trauer, aber das ist eher selten. Da sagen wir, das sind komplizierte Trauerprozesse. Und da braucht man eben therapeutische Hilfe. Aber das ist wirklich das Letzte. Also wichtig soll man zu anderen Menschen gehen, mit denen man den Alltag teilt und vielleicht auch mal zu Nachbarn gehen, mit denen man noch nicht so viel Kontakt hatte, aber wo man sich anvertrauen sollte. Und meistens reagieren die Menschen gut. Denn wir haben in uns Muster des Zuspruchs, des Beistehens, auch des Tröstens. Die sind transkulturell, sind die sehr ähnlich. Also eine beruhigende Stimme, ein offenes Ohr und so weiter. Herr Professor Petzold, vielen Dank für diese Hinweise und auch für die wissenschaftliche Einordnung zum Thema Trauer. Danke, dass Sie da waren. Gedanken und Anregungen zum Thema Trauer haben wir auch auf unserer Internetseite für Sie zusammengestellt. Hier haben wir sie. Also, welche Trauerwege gibt es und wie wird in anderen Kulturen getrauert? Auch Hilfestellungen, wie man mit Trauernden umgeht, können Sie dort nachlesen. Außerdem finden Sie dort ein ausführliches Interview mit Barbara Pachel-Eberhardt. Es lohnt sich also, auf unserer Seite mal vorbeizugucken. Die Adresse lautet www.planet-wissen.de. Und wir wollen jetzt wieder auf die Geschichte von Barbara Pachel-Eberhardt schauen. Sie erinnern sich, nach dem schrecklichen Unfall, bei dem sie ihren Mann und ihre beiden Kinder verliert, geht das Leben weiter. Ja, irgendwie. Herr Petzold hat in einer seiner Ausführungen auch mal darüber gesprochen, dass Trauer und Lächeln irgendwie auch zusammengehören, beziehungsweise dass Lächeln auf keinen Fall vergessen werden darf in der ganzen Trauer. Haben Sie das überhaupt geschafft, auch direkt nach dem Unfall? Ja, das war gar nicht so schwer, weil ich glaube, auch so eine Gnade, da wo alle Brücken in sich zusammenfallen, da ist man plötzlich dankbar, wenn auf dem Weg irgendwo ein Gänseblümchen sich durch den Beton bohrt. Ja. Und genauso war das bei mir schon ganz am Anfang im Krankenhaus, da wo meine Kinder im Sterben lagen. Da war ich dankbar für jedes Lächeln der Krankenschwester, für diesen einen Teller. Leberknödelsuppe, isst man das bei Ihnen auch? Das gab es bei uns im Krankenhaus. Ja. Und sie hat mich einfach gezwungen, sie hat gesagt, diesen einen Löffel, den essen Sie jetzt für Ihren Sohn. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie das geschmeckt hat. Also man wird sehr aufmerksam, sehr feinfühlig für die kleinen Geschenke und die kleinen Dinge, was man so oft sagt, die kleinen Dinge des Alltags, die werden plötzlich so groß. Man ist ja ganz sensibel, ne, ja, in dieser Situation. Herr Petzold sprach auch gerade davon, wie wichtig es ist, Freunde und Familie und Bekannte zu haben, die einen unterstützen. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie auch professionelle Hilfe genommen oder war da die Familie da? Wie war das bei Ihnen? Ja, es war die Familie da, Gott sei Dank, meine Eltern, auch in ihren typischen Rollenaufteilungen. Mein Vater einfach still, stumm neben mir, aber immer da. Meine Mutter sehr aktiv, die hat alles rundherum wunderbar gemeistert, aber hat sich nicht ins Weinen und in die Gefühle vertieft, war von beiden Seiten getragen. Und dann
Gut, mir ist sowas Schlimmes passiert und es waren plötzlich alle rund um mich und ich hätte auf einmal fast 130 beste Freundinnen gehabt, weil so ein Schicksal verbindet auch. Da sind alle betroffen, berührt und ich wusste gar nicht wohin mit all diesen Angeboten und habe mich erst mal weggesperrt in meinem eigenen Bett und wollte nicht mal mit der besten Freundin jetzt so viel reden. Ich habe mir von Anfang an auch therapeutische Hilfe gesucht. Mir hat es gut getan, zu sagen, da gibt es einen Menschen, dem gebe ich Geld dafür, dass er mir zuhört. Und ich muss es dann auch nicht irgendwie gut machen nachher. Ich habe keine Bringschuld. Ich finde das im Freundeskreis gar nicht so einfach. Auch wenn die Freunde sagen, vergiss es, das hätten wir doch nie wollen. Für mich war es so, dieses Gefühl, je mehr mir die jetzt zuhören, umso mehr muss ich nachher dann wieder ein glücklicher Mensch sein zur Belohnung. Dann passierte aber noch was ganz Entscheidendes in Ihrem Leben. Und da strahlen Sie jetzt schon. Sie wissen, was kommt. Ja, es trat ein neuer Mann in Ihr Leben. Ja, und das hat die hinter dem Rückenräder wahrscheinlich am meisten überfordert, denn der kam sehr bald. Wen überfordert? Die, die hinter meinem Rücken darüber diskutiert haben, ob ich richtig trauere. Weil er kam schon sehr früh. Er kam sehr früh, er kam 4 Monate nach diesem Unfall. Das war bestimmt für viele irritierend, oder? Ja, auch für mich. Ich hätte nie damit gerechnet. Wieso war da schon Platz da? Was glauben Sie? Ich habe mich innerlich vorbereitet und es war einfach daraus zuerst mal, dass ich gesagt habe, ich möchte noch mal ein Kind. Da war dieses große Loch in meinem Bauch. Ich war 34 Jahre alt und da fängt bei einer Frau die Uhr zu rechnen an und sagt, wenn ich jetzt allzu lang warte, wer weiß. Und so habe ich mich einfach diesem Prinzip geöffnet. Dass dann natürlich nicht jeder Mann in Frage kommt, sondern dass da nach 4 Monaten plötzlich einer sitzt, der richtig lieb ist, der richtig zu mir passt bis heute. Das war natürlich das Geschenk, das ich nicht hätte erzwingen können. Mhm. Toll, dass das dazu kam. Aber auch wenn Leute was dagegen gesagt haben und vielleicht irritiert waren, Sie haben sich von dem ganzen Gerede nicht beeinflussen lassen. Und wenn Sie in Ihre Augen schauen, dann sehen Sie, Sie strahlen, wenn Sie nämlich über Ihren neuen Lebensgefährten spricht. Und wir haben Sie beide mal in Wien besucht. Wien, 9:30. Frühstückszeit für Barbara Pachel-Eberhardt und ihren Lebensgefährten Ulrich Reintaler. An diesem Morgen denkt Barbara besonders an den Quatsch, den ihr kleiner Sohn Timo beim Essen gerne gemacht hat. Timo, er hat Männchen gespielt. Natürlich, immer. Und wenn du irgendwann mal gesagt hast, jetzt ist aber, jetzt ist genug, dann hat er gesagt, Mama. So bin ich halt geboren worden. Genau. So bin ich halt geboren worden. Wir sind eine Clownfamilie. Ich muss blödeln. Sprechen und lachen über Timo, Fini und Heli. Für Ulrich Reintaler gehört das zum Lebensalltag mit Barbara dazu. Angst vor diesem Thema hat er nicht. Durch Geschichten, Fotos und Videos sind ihm die Verstorbenen sehr nahe gekommen. Ich weiß ja viel und dennoch habe ich sie natürlich nicht gekannt und sie sind nicht meine Kinder. Und ich habe sie nicht zur Schule gebracht und es ist eine ganz eigene Position, die ich da habe. Aber ich fühle mich ihnen so verbunden, als irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, als ein Freund der Familie, das kann man auch so sagen, ja. Als ein Freund dieser großen Familie. Und diese Menschen sind Teil der Welt, in der wir jetzt sind, sicher bis zu unserem Lebensende. Ulrich Reintaler trifft Barbara das erste Mal nur wenige Monate nach dem Unfall. Für die beiden ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Tod und Trauer begleiten die frisch Verliebten von Beginn an. Sie hat am Anfang nicht geweint, obwohl ich sie ein paar Mal so weinen gesehen habe, wie ich noch nie einen Menschen weinen gesehen habe. Das Schluchzen wie aus den tiefsten Höhlen der Erde, das ist etwas, wo man nur verstummen kann. Wenn man sagt, das habe ich nicht erlebt. Am Anfang war aber eher diese Stille, diese getragene Stille, die Stille sagt, ich spüre, dass ich am Leben bin. Ich spüre, dass da eine Schönheit im Leben ist, dass es ein Lächeln verdient und dass das
Leben jetzt erkannt und gelebt und wertgeschätzt sein will. Und genau diese Einstellung macht die Beziehung der beiden so besonders. Der Wert des Jetzt ist für mich, hat sich verhundertfacht. Der Wert dessen, dass jetzt das Leben ist, ist und es in der nächsten Sekunde durch ein geplatztes Aneurysma, durch ein zusammenstürzendes Haus, durch einen Zug stark verändert oder für immer vorbei sein kann. Das ist, geht manchmal im Alltag von Beziehungen, so wie ich sie auch gekannt habe, unter. Und da hat sich der Heli mit dem Timo ein Motorboot gemietet in Kroatien. Und dann sind sie rausgefahren und ich habe mich so gefürchtet. Barbaras verstorbener Mann ist für Ulrich Reintaler kein Tabuthema. Ich habe eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal Audioclips gehört und ich mag seine Stimme sehr. Guten Tag, bist du meine Mama? Fragt Konstantin das Eichhörnchen. Er hat so eine Honigstimme und da habe ich mich brüderlich verbunden gespürt, akustisch rein. Und das passt zu diesen Bildern so und ich habe eine freundschaftsbrüderliche Verbindung, spüre ich zu ihm. Ich kann es schwer benennen, außer dass das etwas, irgendwie etwas Altes ist, obwohl ich ihn nie in meinem Leben gesehen habe. Das sind sehr schöne Worte, die er da findet. Wie war das zu Beginn Ihrer Partnerschaft? Wie hat die Partnerschaft Ihr Leben verändert? Sehr. Und vor allem hat sie mir so geholfen. Man glaubt, oder viele haben geglaubt, na, jetzt hat die 4 Monate getrauert und jetzt schon wieder frisch verliebt. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, ich habe mich in den richtigen Trauerprozess erst fallen lassen können, als dieser Mann da war, der mir Rückendeckung gegeben hat. Ich habe begonnen, Worte zu finden im Gespräch. Ich habe weinen können, weil ich gewusst habe, da ist jemand, der mich hält, der mich streichelt, der einfach da ist. Und unsere Partnerschaft hat sofort mit Gesprächen über die tiefsten Themen des Lebens begonnen und es war so, als hätten wir aufeinander gewartet, beide. Also eine große Tiefe auch in der Beziehung. Und wie hat die Trauer, die ja gar nicht abgeschlossen war und wahrscheinlich nie abgeschlossen sein wird, aber wie hat die Trauer gerade in der Anfangsphase Sie als Mensch verändert? Ich glaube, sie hat vor allem sich so ausgewirkt, dass ich so dankbar war für alles, was noch Leben ist und was da ist jetzt in diesem Leben. Dankbar auch, oder ich habe es zuerst mal hingenommen, die Tatsache, dass ich nicht in diesem Bus war, nicht von diesem Zug erfasst wurde. Also für mich ist seither das Leben fast so was wie eine Bonusrunde, weil ich hätte genauso drin sein können. Und das ist gleichzeitig ein Geschenk und gleichzeitig eine Verantwortung. Und die Summe aus Geschenk und Verantwortung ist für mich die Dankbarkeit. Dieses nimm es an, nimm es wahr. Und mach was auch draus. Also leben auch bewusster heute? Auf jeden Fall, ja. Bewusster und auch, ich glaube schon, gelassener. Also es gibt ganz viele Themen, über die ich nicht mehr streite, weil es sich wirklich nicht lohnt. Mhm. Und was ist von der alten Barbara Pachel-Eberhardt noch da? Der Clown ich vielleicht bin, noch? Wie mein Sohn gesagt hat, ich bin so geboren worden und es gibt ein paar Dinge, so bin ich eben geboren worden. Ich lache gerne und habe immer auch gelacht. Also ich habe versucht in der Trauer, ich habe auch mir selbst gesagt, jetzt hat mir dieser Zug so viele genommen und so viel genommen, auch von meinem Leben ganz viel genommen. Was ich mir nicht nehmen lasse, ist mein Lachen. Phasenweise war es trotzig. Heute ist es echt und die Liebe an der Bewegung, am Blödeln, am Neues ausprobieren, erforschen, das alles bin ich. Trotzdem haben Sie das mit dem Clown dann irgendwann abgeschlossen. Wie ging es denn beruflich weiter? Ich habe zuerst mal, also mein Arbeitgeber, die Roten Nasen Clown Doctors, haben mich freigestellt erst mal, haben gesagt, komm, wann es wieder passt. Ich wollte sehr schnell wieder, weil ich wollte nicht aus der Übung kommen. Und habe das dann schon noch 1,5 Jahre lang gemacht, ist gut gegangen. Und als ich dann aber angefangen habe, mein Buch zu schreiben, dieses Buch 4-3, in dem ich das alles begonnen habe einzuordnen, wusste ich, jetzt ist Zeit auch, dass die Tränen kommen, die Tiefe. Und wenn man dann 2-3 Mal in der Woche ins Krankenhaus lachen geht, kommt man an eine gewisse Schicht nicht heran. Diese Schicht habe ich gebraucht, um mein Buch zu schreiben. Und heute ist die Gefühlspalette einfach breiter und der Clown lebt irgendwo in meinem Bauch.
Und das ist nicht nur das Buch, was Sie schreiben. Ja, ich habe jetzt ein zweites Buch geschrieben. Ich gebe auch Seminare für kreatives Schreiben, wo ich das Geschenk des Schreibens auch weitergebe. Und mit meinem Partner gemeinsam habe ich eine Ausbildung gemacht, die heißt Dialogprozessbegleitung. Und wir haben ein Haus, in dem geben wir es gemeinsam Seminare. Genau, das gucken wir uns nämlich genauer an. Als gemeinsames Kind, das wir nicht bekommen haben. So bezeichnet Barbara Pachel-Eberhardt das Seminarhaus Phönixberg, das sie zusammen mit Ulrich Reintaler in den letzten 4 Jahren in den Bergen aufgebaut hat. Eine gute Autostunde von Wien entfernt liegt der Phönixberg. Das Haus dort hatte Ulrich Reintaler ursprünglich als Feriendomizil gekauft. Bis er damals zusammen mit Barbara den Rohbau besichtigte. Ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube, dieses Haus ist zu schön, als dass man es für sich allein beanspruchen darf. Ich glaube, so ein Haus muss geteilt werden. Und dann hat er gelächelt und hat mir erzählt, dass er diesen Traum eigentlich auch schon lange hat. Und so entstand mitten im Grünen ein Seminarhaus. Dass vor allem Mitarbeiter großer Konzerne hierher kommen, genau das hatten sich Ulrich Reintaler und Barbara Pachel-Eberhardt gewünscht. Es gibt schon diese Menschen, die einfach deren Wort viel Gewicht hat und deren Entscheidungen auch zu weiten Konsequenzen führen. Und wir dachten uns, wenn die in irgendeinem kleinen Raum sitzen, mit Blick auf die Straße, dann fehlt vielleicht der Weitblick. Und was dieses Haus kann, ist, Horizonte zu erschließen und vor allem das Bewusstsein zu wecken, dass wir hier gar nicht allein sind, auch wenn es einsam gelegen ist. Aber es ist Natur rundherum, es ist der Himmel ganz nah. Es ist einfach, es ist hier ein Haus, wo richtige Entscheidungen angebahnt werden. Aber auch eigene Seminare veranstaltet das Paar hier auf dem Phönixberg. Wir bieten Dialogprozessbegleitung an. Und Dialogprozessbegleitung hat im Grunde den Dialog als Ursprung. Dialog heißt Dia Logos, durch das Wort hindurch. Was heißt das konkret? Das heißt, also wozu ist diese Mitte da? Da ist etwas ganz Wichtiges hier. Und zwar das und das, das sind Sprechsymbole. Und bei dem Dialogkreis geht es letztendlich um ein Gespräch, das sehr langsam wird, indem wir ein Sprechsymbol haben. Und wer dieses Sprechsymbol in der Hand hat, weiß, er ist am Wort. Er darf sprechen, er darf warten, er darf schweigen. Und er darf auch warten, was kommt denn nach dem Schweigen, nachdem er ein bisschen mit sich selber in Berührung gekommen ist. Fast die Hälfte des Jahres sind Barbara Pachel-Eberhardt und ihr Lebensgefährte auf dem Phönixberg. Verbringen hier ihre Freizeit, es wird aber auch gearbeitet. Die 40-Jährige hat ihren Schreibtisch im Wolkenkuckucksheim, wie sie das Zimmer nennt. Bereits 2 Bücher sind hier entstanden. Die Trauer mir geschenkt hat insgesamt und auch das Schreiben über Trauer ist ein gewisses Maß an Tiefe. Und wo kommt Tiefe her? Nicht, weil wir so irrsinnig tiefgründig sind oder so, sondern wir alle haben Zugang zur Tiefe da, wo wir einfach unseren Ängsten uns stellen und wo wir uns nicht drücken. Und insofern bin ich sehr dankbar für diesen Prozess der Trauer, der mir ja viele Ängste genommen hat. Weil wenn man mal beginnt, den Tod zu integrieren, und die Tatsache, dass die eigenen Kinder, der eigenen Mann gestorben sind, dazu Ja zu sagen, dann gibt es nicht mehr so viel im Leben, wovor man wirklich Angst haben muss. Die Ansichten von Barbara Pachel-Eberhardt sind gefragt. Ihr Terminkalender ist voll. Es stehen Lesungen in Deutschland, Österreich und Belgien an. Eigentlich wünsche ich mir, dass das so weitergeht und dass das Haus uns zeigt, wo es hin will, dass das Leben uns zeigt, wo es uns haben will. Dass wir dabei den Spaß und die Kraft und die Freude nicht verlieren, das wünsche ich mir. Und dass ich meinen Beitrag leisten darf in dieser Welt, was auch immer das heißt. Wenn man das hört, dann hat man das Gefühl, Sie sind angekommen in einem neuen Leben vielleicht. Würden Sie das so unterschreiben? Im Moment fühlt sich's gut an. Ich stehe mit beiden Beinen da, ich habe meinen Platz in der Welt und ich weiß, dass dieser Platz auch nichts ist, was mir gehört, worauf ich ein Anrecht habe. Deshalb genieße ich ihn gerade. Und wenn das Leben nochmal was mit mir vorhat, dann werden wir das auch noch hinkriegen. Bestimmt, mit Ihrer Kraft und Ihrer Power. Und diese Kraft und Power, die setzen Sie im Moment besonders fürs Schreiben ein. 2 Bücher haben Sie jetzt rausgebracht, sehr erfolgreich und wie ich finde, sehr lesenswert, nicht nur für Trauernde, wirklich Bücher, die einem Mut machen und auch einen ganz neuen Blick irgendwie schärfen. Was gibt Ihnen das Schreiben?
Für mich ist Schreiben vor allem eine Möglichkeit, Ordnung zu machen am Papier und sichtbar gemachtes Denken. Und es ist ja nicht immer so, dass man was hinschreibt und es ist gleich perfekt. Mhm. Das heißt, man lernt auch die Denkfallen kennen, man lernt kennen, wo man sich drückt, wo der Text schal wird, da weiß man, oh, da steht noch Arbeit an. Und dieses Gestalten am Papier, das Umschreiben ist mir fast noch lieber als das Schreiben. Das ist das Geschenk, auch zu sagen, ich darf meine eigene Geschichte so lang schreiben, bis sie mir gefällt. Und welche Reaktion bekommen Sie auf Lesungen oder auch von Lesern direkt? So schön ist, dass ich merke, ich bin gar nicht allein mit meinen Sichtweisen, mit dem, was ich spüre, was ich in der Tiefe meiner Seele gefunden habe. Wir scheinen eine mutige Gesellschaft in einer mutigen Zeit zu sein. Viele Menschen, die sagen, ja, natürlich schaue ich dahin, ich lese dieses Buch und ich sage, ja, ich weine, ich lache während des Lesens und ich lese weiter. Das gibt mir Mut. Also Mut ist ein guter Ratgeber beim Trauerprozess. Wir haben Sie gefragt, wenn ein geliebter Mensch stirbt, was hilft den Angehörigen in der Trauer? Und da schreibt uns Wilhelm Schuster über Facebook, ich habe meine Trauer und du deine. Es gibt da kein Patentrezept, jeder Mensch tickt anders. Kann man das so stehen lassen? Das kann man so stehen lassen und gleichzeitig glaube ich schon, dass Trauer auch ein Prozess ist, den wir einfach können, der uns angeboren ist und an den man sich ein bisschen auch an Vorbildern anhalten kann, immer wieder, wenn man Bücher liest. Man ist auch nicht so alleingelassen, wie man manchmal denken könnte. Das ist schön, aber Sie strahlen halt auch so was Positives aus. Ich könnte mir vorstellen, es ist ja, jeder Mensch ist anders, ne? Es gibt ja Menschen, die vielleicht nicht so ein sonniges Gemüt haben wie Sie, die nicht so eine psychische Widerstandsfähigkeit haben wie Sie. Was würden Sie diesen Menschen raten, wenn die einen geliebten Menschen verlieren? Ich denke, solange es ihnen gut tut, auch mal zu weinen oder lasch zu sein oder wochenlang im Bett zu liegen, alles, was uns gut tut, ist gut. Und da, wo wir unter uns selbst zu leiden beginnen, und das kann, man kann leiden unter übertriebener, aufgesetzter Fröhlichkeit, das kenne ich auch manchmal, und man kann leiden da unter der eigenen Stagnation. Da, wo wir unter uns selbst leiden, ist es, glaube ich, gut, das Gespräch zu suchen, Hilfe zu suchen, Bücher zu lesen und einfach nach Strohhalmen zu greifen. Was für Strohhalme können das sein? Es gibt ja nicht dieses Trauerrezept, das man jemandem ausstellt, wenn er gerade akut trauert. Ein Strohhalm war für mich, einfach wieder in Bewegung zu kommen und zu sagen, auch wenn ich jetzt nicht gut drauf bin und überhaupt keine Lust habe, aber trotzdem leid unter der Untätigkeit, dann gehe ich einfach mal raus. Und wenn der Kreislauf in Schwung kommt, unser Körper ist so ein wichtiger Verbündeter in so einer Zeit. Oder sich winzig kleine neue Aufgaben zu suchen. Nichts Regelmäßiges, wo man sich verpflichtet, aber einfach mal einer Freundin beim Keksebacken zu helfen und zu merken, auch wenn ich nicht gut drauf bin, wo kann ich mich überall nützlich machen im Leben? Das ist viel. Und so findet man kleine neue Sinnbausteine und irgendwann hoffentlich auch wieder den großen Sinn. Ach, das ist schon fast wie ein Schlusswort. Es ist auf jeden Fall, kommt die Intensität rüber, mit dem Sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und Ihre Liebe zum Leben, habe ich auch so das Gefühl. Sie strahlen das so aus. Ich finde es ganz toll, dass Sie uns hier so offen Ihre Geschichte erzählt haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich möchte mit einem Zitat die Sendung beenden, das wir heute schon in der Sendung gehört haben. Und das, glaube ich, für alle gilt. Trotz Trauer darf man nämlich das Lächeln nicht verlieren. In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen alles Gute. Das war Planet Wissen für heute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.